Passen wir unter der Brücke durch? Na du ja. Boah, aber aufs Mühl genau, wa? Was ist denn das da? Ach, so ein Dingens, ja. Ich erinnere mich. Yggdrasils Runenkraft-Tau. Einzigartige Ressourcen. Ein Trank aus dem Tau des Weltenbaums. Dankeschön. Da geht's noch an Land. Und da aber auch. Oh cool, Schlackenablagerung. Hm. Ach, nicht schon wieder. Weg. Mister! Geschieht ihm recht! Profi. Ich bin ein Profi. Fetzen. Herstellungskomponente. Ach, da drüben ist eine andere. Okay. Noch mehr Hacksilber. Dass wir jetzt schon beide Waffen so oft brauchen, ist schon enorm. Oh, der macht einen toten Eindruck. Das ist nicht so gut. Sauer macht mich das. Ach, das ist so ein Viech. Okay, wie komme ich? Ach, so komme ich. Alles klar. Brauche ich nicht. Da drüben komme ich nicht hin. Oh, bei der oben. Ja, habe ich gesehen. Keine Panik. Wo war denn? Hier war der. Ich muss alles mitnehmen, tut mir leid. Oh, das ist euch ja von vornherein klar. Boah, sogar zweimal Rohleder, nice. Und noch mehr Rohleder. Komm ich hier wieder? Ich komme hier nicht wieder hoch. Oh, buh. Was Gutes gefunden? Ja, weiß ich noch nicht. Warte mal. Da war noch mehr. Oder nicht? Ja, hier. Wollte ich mal sagen. Ich glaube, die Viecher sterben alle, weil es hier so hot ist. Also Midgard haben wir Winter. Und in Svartalfheim haben wir akuten Sommer. Wie mir scheint. Angegriffen werde, weil ich gerade was anderes kaputt mache.
Komm her, du. Was? Vorsicht, rechts! Ich muss unbedingt dann denken, wenn ich das auf YouTube bringe, dass ich die Uhrzeit auf 20 Uhr ändere oder so. Ich glaube, das ist doch ein bisschen zu brutal. Also da geht's hoch und hier ist auch noch ein Wort. Sind die Geysire verschlossen? Ich glaube, wir müssen das Rad bewegen, aber das Wasser ist zu flach. Das bringt auch nichts. Ich glaube, da muss mehr Dampf auf den Kessel. Echt jetzt schon wieder? Rechts von dir! Das andere. Die Dinger sind überall. Okay, der andere ist abgesperrt. Gut, einen Geysir haben wir eingefroren. Ist sonst noch irgendwo einer? Ah, okay. Ach, ich verstehe. Wenn der einfriert, wird der stärker. Ist der Geysir da oben stärker geworden? Ja, Atreus, vielen Dank. Ganz so blöd bin ich auch nicht. Ich hab den da oben halt nur nicht gesehen. Ja, das Rad dreht sich und das Tor senkt sich. Der Einfallsreichtum der Zwerge. Zurück zum Boot. Wenn die Zwerge in dieser Welt so sind wie Brock und Sindri, ist es kaum denkbar, dass sie zu Odin stehen. Tja, viel zu oft lässt man sich auf kurze Sicht von Eigennutz blenden. Odin bot ihnen Sicherheit und ihm zu trotzen ist nicht ungefährlich. Vielleicht brauchen sie nur ein paar Götter, die ihm mal die Stirn bieten. Atreus, deshalb sind wir nicht hier. Das war nur ein Witz. Krieg ist kein Witz. Vor allem nicht, was Götter anbelangt. Da spricht der Mann aus Erfahrung. Hör ihm bloß gut zu. Da oben ist eine Kiste. Aber wie soll ich da hinkommen? Habe ich da was übersehen? Nee, habe ich nicht. Muss ich irgendwie von da, von der, da, da, der, da. Oder so, keine Ahnung. Irgendwo da? Wo muss ich denn hin? Okay, ich bin... Okay, ja gut, wir müssen da hin. Und wir müssen dann da weiter. Alles klar, dann müssen wir hier durch. Für die Kiste. On point. Oh, was ist das? Oh. Ach so. Wollte sagen. Da ist wieder so eine Runenkiste. Und jetzt geht's wahrscheinlich erstmal aufs Maul. Boah, sieht das hier schlimm aus. Und ja, ich bleibe wachsam. Wahrscheinlich wimmelt es hier von Grimm. Da kannst du mal von ausgehen. Ja, hier sind noch schon welche. Ah!
Boah, was ist das denn? Okay, ich bin aber sauer hier. Ist er ernst? Hinter dir, gib! Ach, nix. Zweigeteilte Meinung, muss ich sagen. Mister. Puh, werden wir schlimmer hier mit den Viechers. Ich glaube, irgendeiner hat hier was getroppt, ne? Ja, hier. Drop it like it's hot. Ein bisschen Sexual Healing wäre mal nice. Zerbrochene Rune. Einzigartig. Ach, daraus können wir wahrscheinlich neue Runen basteln. Ja, da ist so ein Ding. Also haben wir ein Drehrätsel, ja? Was haben wir denn hier? Ein D, ein B und ein N. Kann ich das von hier machen? Ja. Halt nicht. Sieht aus wie ein N. Nur nicht das Richtige. Das ist. Jawohl. So, dann muss ein B und ein N irgendwo. Okay, wir treffen anscheinend doch nicht auf lebende Wesen, sondern wohl doch nur auf Tote. So, und dann noch ein N. Der kann ja rein theoretisch nur noch da oben sein. Was ist das denn? Okay, cool, ich habe irgendwas getötet. Ich hoffe, ich habe den Zwerg hier nicht getötet. Ach ja. So, jetzt Griffe, die das Chaos anfachen, das den Klingen selbst innewohnt. Die Vernichtung eines Gegners, und jetzt spart das Rache. Okay. Rage. Das heißt, jetzt haben wir einen Griff gefunden. Oh, Düster. 3-2. Der hat 4 Stärke. Aber der hat 2 auf Glück. Ja, nee, ich behalte mal das düstere Ding, weil da Glück drauf ist. Da ist der nächste. Das waren alle. Gut, dass du die Runen erlernt hast.
unsichere Wege. Vorsicht, Reisende. Sicher, dieser Weg führt nach Nirfelir, aber er führt auch zu unsäglichen Gefahren. Wer sich auch nur einen Hauch um die eigene Sicherheit schert, sucht sich einen anderen Weg zur Stadt des Eisens. Wessen Reise von Erfolg gekrönt ist, soll zu mir kommen, damit ich weitersagen kann, welchen Weg man nehmen kann, ohne von etwas Hungrigen und Wütendem gehäutet worden zu sein. Durlin. Ja, wow, okay, wir sind nicht dafür bekannt, dass wir sichere Wege benutzen. Wenn wir mal ehrlich sind. Ein Hörnchen. Maximale Rage. Genug Hörner mit Blutmet gesammelt. Maximale Rage. Sehr gut. Wir können mal wieder ein bisschen live gebrauchen. Das war wohl alles hier. Ziehen wir weiter? Apropos alles. Atreus zieht die Aggression des Gegners auf sich, wenn Kratos unter Druck steht. Atreus kann Kratos Kombo-Schlag für Schlag unterstützen, indem beide den gleichen Gegner ins Visier nehmen. Hält nach Momenten Ausschau, in denen er Kratos Angriffe fortsetzen. Okay, toll. Würgegriff und Würgegriff. Es gab auch mal was, da hat er uns geheilt, ne? Aber ich nehme mal das. Ach, der hat auch jetzt eigene XP, ne? Sehe ich gerade. So, wir brauchen 3000, um die Ragekosten ne, Verbesserung senken die Kosten für Spartas Rache. Rage, nicht Rache. 3000 brauchen wir. Dazu würde ich ja tendieren. Kriegst du Hunger? Dann machen wir da Richtung Sturt. Kann ich ja nicht speichern? Warte mal. Oh ja, cool, ich kann speichern. Dann speichere ich mal. Einfach, wo ich kann. Gut, ist ja auch sinnvoll, ne? Gerade wenn man sich mit stärkeren Gegnern anlegen will. Sieht aus, Atreus, als wolltest du Tyr als Verbündeten für den Krieg rekrutieren. Ich will uns eine Option offen halten. Wir sollten weiter. Ich bin froh, dass wir hier sind und eine neue Welt erkunden. Vielleicht genießen wir einfach die Wärme. Oh Gott, die fetten Echsen werden ja immer größer. Okay, hier haben wir so ein Ding. Offenbar müssen wir das Tor öffnen, wenn wir nach Nidavellir wollen. Nidavellir. Also Nieder mit Willi. Schnell. Wie sollen wir ihn fangen? Flankier ihn, halt von hinten an. Gut. Ich muss hinter ihn. Aber wie? Okay. Oh, Kleine, wie heißt du denn? Kerbel. Ombre. Sehen, was er hat. Erstmal wahllos Tiere töten. In eine fremde Welt eindringen und wahllos Tiere töten. Das ist so typisch Mensch. Ohne Schildplatte oder sowas. Zerbrochene Rune. Rohleder. Schlackenablagerung. Geschmiedetes Eisen. Und Gesundheit. Danke. Der hat aber viel gehabt. Sind das Rätselgegner? Ach, für einen Freund. Warte, da oben. Och, kannst du nicht mal irgendwas mit deinem Bogen machen? Naja, ich denke mal, so einfach wird das nicht. Hälfte hätten wir. Da muss noch eine Kette für den Rest des Tores sein. Anscheinend doch.
Da oben ist eine fette Kiste. Da, eine Kette, die wir hochziehen können. Mhm. Habe ich gesehen. Nicht da. Steuerung, sollte nicht schießen. Ach Gott. Er klammert sich an die Wand. Wir müssen ihn runterholen. Aua. Kannst du den Geysir von hier öffnen? Sieh schon das. Du etwa nicht? Oh, ich glaube, ich hab's. Wenn man den Geysir einfriert, dreht der Druck das Rad. Ach, wirklich? Sehr gut. Ja, Trios ist schon ein schlauer kleiner Junge, ne? Boah, guck mal da hinten, Alter, voll die Bahn. Von so einem Berg. Will ich auch. Okay, ich bräuchte mal ein bisschen mehr Leben irgendwie, ne? Siehst du von dem Klotz aus was? Oder ich bin zu blöd. Lass mich raten. Aha. Eins von Quasirs Gedichten. Sehr anspruchsvoll. Du solltest alle sammeln, die du findest. Oh Gott. Quasirs Gedichte. Der Sonnenaufgang des Nichts. Eine Geschichte unaufhaltsamer Genialität, ersonnen von Quasir. Stell dir vor, lieber Leser, ganz nach Belieben, Kreaturen aus Metall kreischend durch die Lüfte fliegen. Auch durch die Meere schwimmen sie und übers Land sieht man sie rennen. Doch eine zwingt sie in die Knie. Eine Kriegerin, unschwer zu erkennen. Woher sie kommt, viele Fragen weckt. Ihr Haar trägt die Farbe von Blut, so rot. Verbotene Orte sie stets entdeckt, vergraben im Schlamm, doch beileibe nicht tot. Wer kann diese Maid nur sein? Die mehr ist, es den Anschein hat, die ihr Volk retten will ganz allein. Huch, und die Bestien schlägt in der Tat. Na? Na? Genau, Horizon Zero Dawn und Forbidden West. Ein Easter Egg. Nice. Kann nur Aloy gewesen sein. Okay, Kette. Gib Kette. Junge, sag mir doch bitte, was genau du dir von Tyr zu lernen erhoffst. Naja, wie gesagt, ich hoffe, dass er mir etwas über Loki erzählen kann. Ich würde auch gern seine Geschichten hören. Von Reisen in andere Länder, von Riesen und vielleicht, wie es damals war, zu kämpfen. Nur aus reiner Neugier natürlich. Neugier. Hoffen wir, dass Tyr in Plauderlaune ist, nachdem er so lange eingesperrt war. Nicht alle von Odins Gefangenen sind so charmant und redegewandt wie ich. Wir haben keinen Beweis, dass Tyr hier ist. Ja. Nein, wir haben nur eine Vermutung. Aber das reicht ja auch. Also mir reicht es. Das Erdbeben vorhin. Ist noch eins geben wird? Unwahrscheinlich. Aber geologische Störungen sind in der Regel unvorhersehbar. Wenn die Geysire und der Geruch hier durch Fimbulwinter zugenommen haben, dann die Erdbeben vielleicht auch. Ja. Da könntest du recht haben, Junge. Das ist durchaus möglich. Der Junge ist wirklich schlau. Atreus, da vorn. Wow, das sieht wie eine Stadt aus. Herzlich willkommen in Nid Avellir.
Wir sind bestimmt willkommen hier. Hey, Zwerge! Oh. Sie rennen weg? Na, natürlich tun sie das. Ein Alarm. So einen Alarm würde ich nur auslösen, wenn ich meinen Körper noch hätte und fürchten müsste, ihn zu verlieren. Aber warum wegen uns? Sie haben Angst. Ganz sicher ein Alarm, fürchte ich. So verstecken sich alle. Wachsam bleiben. Also ich bin nicht irgendwie umzubringen, ne? Ich will das nur mal klarstellen. Kurz mit euch reden? Bitte. Die helfen uns sicher nicht. Suchen wir Sindaris Taverne lieber auf eigene Faust, falls sie uns reinlassen. Die Gebäude hier sind unglaublich. Diese feinen Holzarbeiten sind außergewöhnlich. Wie komme ich da? Warte mal. Das geht auch nicht. Komm ich da durch? Und Trius, kannst du mal zaubern? Na, hier sieht's aus, als ob ich hier rüberspringen könnte. Nächste. Kann ich aber nicht. Okay, vielleicht lerne ich ja noch, wie man das Schild da wegmacht. Ich zumindest mal von ausgehen. Ich will nur das, Hacksilber. Sonst nichts. Ist das eine Statue von Odin? Er muss hier echt beliebt sein. Oder gefürchtet. Ich tippe auf gefürchtet. Da ist ein Rabe. Ein Spion wie. Okay, die sind diesmal auffälliger und auch etwas besser zu hören, glaube ich, ne? Wie mir scheint. Warum kann ich überall hoch? Okay, für die Kiste, okay, ja, sehe ich. Sindri! Hallo, ich bin weniger überrascht, denn ich wusste, dass ihr hier seid. Ich hab was für euch. Ah. Was ist los, Zwerg? Ich bin froh, dass ich wenigstens noch einmal hier war, vor Ragnarök. Oh, könnten diese Pflastersteine reden? Dann hätten sie Münder. Dreckige, widerliche Münder. Darf ich deinen Bogen kurz haben? Ach, den solltest du dringend mal ersetzen. Die Vorteile von gewissen Materialien. Au! In ihrer Empfindlichkeit gegenüber Schallschwingungen wollte ich schon seit ziemlich langer Zeit genauer untersuchen. Danke, dass du es jetzt versuchst. Was wird es diesmal? Geduld. Ich finde, am besten sieht man so etwas in Aktion. So,